So, grüß euch. Oh, ja. S6, da vorne beim Lindner hängt die Links drauf, das Mehrwerk drauf. Vater hat jetzt schon ausgemacht. Da vorne hängt der Links drauf, da unser Nächstgewicht, unser Nächstfrontgewicht. Die Futter zusammen mit einem 2 Meter drin. Ich habe heute Vormittag einen richtigen Anschiss zu einem Strafen gehabt. Und habe dann noch ein paar Gewicht gebraucht. So, wir werden jetzt den Fendt wegrahmen, einen Lindner umhängen, da kommt der Kreisler zu, wenn es einen Steier zum Kleinen kommt, der Schwader zu. Ich würde sagen, wir sehen uns nochmal beim Schwader drauf. Führt euch dabei. So, im Feldanglung, Steier 948, Schwader hinten dabei. Oben noch ein bisschen, was ist denn schon ein bisschen? Lukas, Mais, Gerät, Unkraut ist auch dabei, perfekt für ein Biomass. Ist jetzt, jetzt haben wir einen eigenen Maishocken. Wir haben noch keine Werkzeuge zum Häfeln. Jetzt ist neben den Pflanzen ein Flammerand, aber das überlegt er jetzt gleich einmal der Mais, den nächsten paar Tage. Ja, Gott sei Dank bei der Hitze, auch schön erwachsen der Mais. Oh ja, das Einzige, was da wachsen ist, Grünland, Katastrophe, Ausfall, total, scheiße ist es. Muss gut vergessen. Nächstes Mal da hinten, ein Weltvorteil. Jetzt kommen wir erst auf die richtig scheiße im Fleck und den Stuhl. Da unten außer den Reichzipf, dort oben Scheibackerle von so. Das sind halt die Sachen, du bläst bloß zu, wer weiß es nicht. Also. Nächsten paar Tage sogar, wenn Wechsel oft da und mehr Regen. Hoffentlich, hoffentlich. Ja, so ist das, ja. Wir haben einmal reingeschlagen, das wisst ihr, einmal reingeschlagen mit dem Schwader. Da haben wir uns vom Kreisen und da ist ein Leer. Dann brauchen wir die Grenzsteinrichtung mit rechts rein getan. Die Zipf, die Säcke und das riecht auch alles Glas. Ja. Da hätte ich irgendwann einmal eine Rodung vor, da ist ein bisschen so ungefähr. Da vorne ein kleines Eck. Da oben, wo wir jetzt den Innenhof aufgetragen haben, mache ich mit den Abos Roden. Aber nur einen kleinen Fleck für einen Holzlagerplatz. So ist das, ja. 948. Ja, hat seit 8000 noch ein paar Stunden drauf gesessen. Nein. Jetzt sogar wieder, wenn die 9000 Stunden genau seit Ewigkeiten, der Zähler funktioniert nicht wirklich. Und sollte da relativ langsam, das wissen wir, das ist eh alles. Markus macht schon, da warst du schon wieder voll hinten dahin. So ist das, so ist das. Da läuft er sein, der kriegt einmal endlich, endlich. Markus, der war schon nochmal dumm, ja. So, da höre ich gerne das zweite Mal runter. Dann hole ich schon meinen ersten Drum herin. Da ist noch ein bisschen leer. Passt. Das Oberhaus ist eine Katastrophe, da ist fast gar nichts drauf. Da sollen wir ohne zusammen, ohne Lehen zusammenschlagen. Ohne Aufnehmen. So, bis später. So, jetzt da wieder Schwader ran. Mit dem 5, 2, 60, oder? Ah, ich habe da in einem Video ohne Ende geschrieben. Ich weiß nicht, keine Ahnung, fängt irgendwas und Pöttinger. Top 562, gell? Das hat keine 2 Minuten gedauert, hat irgendwas ein Freak schon runtergeschrieben. Seit wann gibt es denn einen 562? Ob es das ist, nichts hat da. Ist natürlich ein 5250, gell? Für alle, die sich gleich viel interessieren für so Sachen wie. Das ist wurscht, ob es so funktionieren muss, gell? Aber da gibt es jetzt die Maschinenvertreter. Da kennen sie natürlich 3-4 mal so gut aus als mir, oder? Ja, ist halt einfach so. Bei Felgen. So. Also, wir kamen heute alle schon zusammen. Ja, ohne Kreiseln. Und die Fuhr, der liert schon rein. Oder liert, sie wölkt schon gut an. Obwohl es gestern hat es gut reingekommen. Man hat davon heute nichts mehr gemerkt am Nachmittag. Da friert ein bisschen im Wald was mehr.
Los, mein Fahrer, mal her, mein Gott. So. Da haben wir eben schon einmal rumgefahren, da oben die kleine Wiesn ist schon fertig. Oben ein Haus macht der Vater mit dem kleinen Schmoder. Mit den großen Hauswiesen unterhalb, die müssen wir erst. Und da oben kommt. Die müssen wir erst. Jo, Frieser drin haben wir auch noch. Ja, es wird halt, nein, weiß ich nicht, keine Ahnung. Da werden halt nicht 10 Vierer am Jahr oder wo es will überhaupt. Da eins, zwei, vier, fünf. Ja. Und wenn Zähne wären, dann ist es sehr gut. Ja, ist halt so. Kannst nichts machen. Deswegen fahren wir jetzt schon ab mit der Futter. Weil es nichts bringt, so weit. Nee, voll. Das Wetterarm, ja, die ist reif. Die Futter ist reif. Die hat komplett abgereift. Ja, was willst du machen? Ist einmal so. Ja, ist einmal so. Führt euch dabei. Bis dann, weiß ich nicht, morgen kann es sein, dass ich mal einführen will, schauen wir mal. Wenn nicht, bringt es mich bitte nicht um, gell? Danke, für dich. So. Ja, 6 bin ich wieder mit dem Top 6. 52 unterwegs, gell, wie echt freaky ist. So, jetzt mal vor lauter blöd reden, ob ich nicht schon mal falsch angefahren. Jo, nochmal sind wir nicht auf der Bochtfläche rein in Friesach. Im Hinterhaus gefahren muss ich was Geiles sagen. Da sechs haben wir unsere super guten Straßen im Mednitztal, da Späbse haben wir noch sowas sechs. Ja, ist halt so. Der Gesellschaft ist das ziemlich wurscht. Hauptsache, ich gehe überall hin mit meinem Rexwagen und Auto. Der ist jetzt zwar, ja, der ist quasi, das ist maximale Ausbreite. Da geht es noch fast nicht mehr. Aber soll ja nicht Sinn und Zweck sein, oder? So, was haben wir da? 380. Sowas. Es kann nicht wirklich sein, dass die Straßen da überall so schmal sind, so arschmal. Und kein Wunder, dass das Mednitztal, das peripherste Gebiet, das müsst ihr mal auf der Gegend so mal zergehen lassen, das peripherste Gebiet in ganz Österreich ist. Das heißt, wenigsten Wirtschaft und am meisten Abwanderung in ganz Österreich. Ist so. Das ist kein Geheimnis. Da taten sie das Einzige, was da drin noch wachsen tat, ist quasi Landwirtschaft und ein bisschen das Holz. Holz wächst viel und gut. Und das taten sie auch noch. Weil da müssen wir einen Holz-LKW nachfahren. Diejenigen, die da wissen, wo das ist, oder wo das Met jetzt so ist, die haben einen Holz-LKW nachgefahren sind. Wenn der da normal rausfährt, also das sind ja sowieso Österreich, die Dings, die Holzzahler. Aber wenn der da mit 70 fährt, eh nicht. 65 rausfährt, schaut es einmal nach. Wie das wandert. Schaut einmal auf die Reifen, das müsst ihr einmal angeben, müsst ihr halt einmal geben. Da darf ich euch anschauen. Boah, ja, muss zuschauen beim Fahren. Fahrst links und rechts auf der Spur. Fahrst halt Limit 40, macht auch nichts. Oder Limit 30 teilweise, bist du halt wenn links immer wieder Verkehrsbehinderung, aber das holen sie so oben. Deswegen, es wird schon langsam aussterben, das Dolo. Schön langsam. Schwoder ist, weil es richtig geil ist. Nachlaufen tut er super, nicht super, top tut er nachlaufen, ganz top. 400 Umdrehungen, Topfeldumdrehungen, 360 ist glaube ich angeschrieben, hat Betriebsanleitung. Wo ist der Knopf halt drauf? Es bleibt teilweise liegen, aber das ist klar, weil es müsste noch langsamer fahren. Ja, viel bringt es nichts, das bleibt einfach liegen, weil so kurze Futter ist. Kann okay stehen.
schaut fast so aus. Oder wächst auf die konventionellen Flächen wirklich so viel besser? Aber schaut aus, als da Zähne noch stehen. Oder kann das so sein? Früher Holzart. Eigentlich war eine alte Kleidung zu den Einzeljahren. Wie es hätte sogar noch. Aber das war ein bisschen übertrieben. Jetzt ist Viertel Ochte. Ja, 12, halb eins warten wir wahrscheinlich auch fertig. Und jetzt anfangen dann. Aber. Ja, war eigentlich. So weiß ich, wollte es nicht überlegen. So wie jetzt mit der Vortag angezählt. Nicht einmal 24 Stunden Silage, weiß ich, 12 Stunden Silage. So ist das, jo. Morgen, jetzt wenn wir an links anhängen, die K80er Kugel ist schon drauf. Jetzt gehen wir an Null holen. Wenn wir heute am Morgen mal mit dem fahren. Von dem Grund, nicht weil der Markus keine Zeit hat, sondern quasi mir einmal einzeln schulen. Damit, falls wenn er mal keine Zeit hat oder mal irgendwas zwischenkommt oder sonst irgendwas ist, damit ihr auch weiß, wie das Zeug funktioniert. Bei uns da haben die Flächen, kenne ich alle. Deswegen werden wir das morgen. Der ist schon wieder un. Ah, wohl geil. Alle Ecken und Enden ist der erst dann. Dann bauen wir die Sanggleise. Ich habe mit dem Traktor noch nicht ganz so den Links heraus, wo der Wenderadius ganz genau ist und so mit dem Lindner da fährst in Anzug, da geht es ratzfatz, fährst ein bisschen hinter, weißt genau wie angetragen, fährst vor, das geht, das ist so geil. Jetzt einmal heraus und hast wie wo was ist, oder halt wie wo was. Jeder Traktor läuft, oder halt am besten läuft, aber du bist so flott. So, aber mit denen ist trotzdem ins Anfang lustig fahren. Schauen, ja. Von denen her war ja 200 da wohl interessante Geschichte. Jetzt war es eigentlich eh wieder wurscht. Aber naja. Wunschdenke. Jo, hinterzogen, ja. Hinterzogen. Also ich brauch dir jetzt einfach Monat. Ich fahre jetzt quasi zweimal in den Kreis und einmal zurück und noch einmal mache ich die Lunge auf. So ist das, ja. Die da zogen, wir sehen uns morgen am Silberwagen. Jo, dann machen wir das. Ja, bitte, ich dabei. So, ich weiß nicht, ob das du aus dem Rückspiegel sechs. Ich werde jetzt einmal ganz genau fahren, jetzt hinter mir ist gerade einmal kalt, aber jetzt fahre ich genau Strich auf Strich. Ja? Strich, 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 Strich. Das wir schauen, deppert heißt. Das Geile ist, hier oben der Strich und nach dem Strich ist sofort Parkett, da ist kein Zentimeter Straße mehr, da geht es sofort oben. Das ist das Geile. Oder oben. Du bist halt in der Wiesn. Ja, ist halt so. So ist irgendwo so das Wirtschaft in so einer Gegend. Ja, hilft nichts. Muss auch sein, gell? Muss auch sein. Wenn es mir nicht machen, dann macht es eh wahrscheinlich keiner mehr oder wie, weiß es auch nicht. Okay, führt euch dabei. So, einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben jetzt 3:45, es sind zwei Fahrer schon drin. Und heute fahre ich einmal in meinen Ladewagen. Das hat die Bewandtnis. So, ich fahre heute das erste Mal, gell? Also bitte nicht aufregen. Heute das erste Mal. Warum? Ganz einfach, damit man quasi einen zweiten Fahrer immer hat. Oder immer. Einfach einen zweiten Fahrer hat, falls einmal was ist. Da
gerade verhindert ist, seitlich oder sonst irgendwas. Fahren wir jetzt da mit dem Fenty einmal und mit mir einmal eine Runde. Ja, da war jetzt auf der Wiese war interessanterweise gar nicht so wenig drauf. Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber ja, passt auch. Die 100 wohl fette Moden gemacht. Ja, das ist noch eine Gewöhnungsphase. Da sind die Moden gar nicht so schlecht. Zwei noch mit Trockenteim auch. Ja, also sind wir bei weitem nicht bei der Leistungsgrenze, aber ich will jetzt derzeit die Leistungsgrenze noch nicht ausfinden. Weil ich da jetzt einfach einmal so einmal fahren muss. Einfach mal nur für mich, damit ich weiß, wie es geht. Da gibt es auch gewisse Vorteilkniffe. Natürlich, ganz klar, wenn wir auf alles drauf gehen, wenn wir auf alles drauf gehen. Ja, ist ein Böttinger Faro, also das Faro ist ein roter Wagen. Was weißt du, falsch ist so. Voilà, jetzt geht das noch. Ich bin schlecht zusammengespannt. Das ist der, eben der Rotorwagen. Der Primo ist der Schwingerwagen, was ich weiß. Haben wir das erste Mal probiert, sogar eine Saison lang. Ja, das funktioniert viel eleganter, ist ja klar. Ei, klar. Ja, wir haben da das Böttinger Power Control beinfüllt. Oben ist Laden, alles was fürs Laden ist, und unten ist alles was entladen ist. Man hat dann zwei Knöpfe, die man mehr oder weniger immer betätigt. Das ist die Knickdeichsel und die Pickup. Mit 1000 Zapfen umdrehen, man. Jetzt derzeit nicht. Schauen wir mal, ich will hoffentlich so reinfahren. In einer Stunde war mal so erstes angesagtes Ziel. Doppelschwoder, ist mir super, da kann man jetzt mit dem Seitenableger extrem breite Schwoden, eben gleich vierfach Schwoden sozusagen gemacht. Erstens sind weniger Moden an, also erstens war einmal zu wenig Futter, zweitens sind dadurch weniger Moden an und dann haben wir uns dann ein bisschen einfacher, wir haben weniger Bodendruck. Irgendwas ist ein Futtrudel, ja. Entschuldigung für den Ausdruck, aber es ist leider so. Hat reingeschrieben, Bodendruck. Ist egal, das ist wurscht. Das habe ich überhaupt noch nie gehört, dass es einen Hohler heißt. Ja, dass es einen Hohler reinschreibt. Ich meine, für sowas gut ist, aber ja, schreibt es einfach rein, wenn er das vier kippt. Ja, wenn einbremsen. So, jetzt schauen wir, er fahren wir für die Boden einmal so und dann wieder hinter und dort auch wieder hinter. Bodendruck ist egal, das ist ein Schwachsinn. Also, man weiß, man sieht ganz genau, wo man im, nach dem zweiten Schnitt sieht man schon, wo man noch beim ersten Schnitt mit dem Ladewagen gefahren ist. Das sieht man. Weißt du, ihr kennt Kritik, es an jede, die es wollt, so schreibt es einfach in der Plätze rein, das stimmt nicht.
war sowieso besser, weil wir mit beim Gülle verschlafen haben. Da ist ein Kipp immer jetzt ein Lohnunternehmer und der hat einen Litten, einen 104er oder irgendwas mit vorne und hinten Zwillingsbereifung. Relativ wenig Druck drin in die Reifen, da siehst du gar nichts. Da am Gülle 4 siehst du gar nichts. Das siehst du nach dem Gülle vorne auch noch die Spuren. Komisch ist diesiges Wetter, es wird extrem heiß werden, sagen sie. Und auf Nacht soll es wettern, hoffentlich. Vielleicht haben wir gleich Öle für eine heute. Ich muss zuerst eine Blume dumm fahren, hätte noch ein bisschen was anschauen gehen. Links kein hydraulisches Fußbremsventil. War aber wahrscheinlich nicht schlecht. Aufs Dach oder wie oder was. Eigentlich war ein gescheiter Druckluft. Weil Druckluft hat er ja wohl. Markus wird heute das wieder treten mit seinem Profi. Ja, vom Prinzip her wahrscheinlich wird der Hisch gleich schwarz sein, wie der Fendt. Und hinten wieder das große Gewicht drauf von die große Holzen, ihr kennt das ja schon. Getauscht. Ich habe heute einmal eine Rings rein, und als Mittel eine beim Öl. War der ganz knapp. Druck geben, zupfen ihn. Da ein Auto entladen, so.
ziemlich schnell unterwegs. Das ist eine Partie da bei uns. Stöckchen geht sich so aus. Jawohl. So, ja, die geht's blamiert, aber gestern sind wir noch fertig geworden mit dem Silieren. Kein Wunder, weil es waren nur 10 Futter zugelegt. Ja, ist nicht ganz so viel was an Futter. Und dann haben wir noch ein Problemchen gekriegt beim Traktor. Hat die Öldruckanzeige angefangen vom Motoröl aufleuchten, dass er zu wenig Öl hat. Und da ist die Fehlersuche losgegangen. Und jetzt weiß ich nicht, vielleicht, wenn es gut geht, ist es leider Turbo. Und sonst geht die Suche weiter oder leider Turbo. Vermutlich ist der Turbo beim Eingehen. Hat sich lange kann man alles früher noch gefunden und gesehen. Jetzt heißt es auch beim Fendt Turbo ausbauen, einschicken, nachher schicken sie mehr. So ist das, okay. Jo, passt, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, da sehen wir uns sicher noch im Wald. Oder mit Lindner, für dich.